Nightlife, Restaurants, Shopping, Entertainment und mehr. Entdeckt die Top-Adressen in und um Augsburg und sichert euch exklusive Vorteile. Klickt players-card.de. Der Trainer der Finalisten hier in Günzburg, der Damenmannschaften, sind bei mir. Der Trainer von Schwaben Augsburg, Heinz Jörg, grüß dich. Hallo, servus. Und vom FC Memmingen, Dirk Hansball, grüß dich. Servus, grüß dich. Frisch im Amt, paar Wochen ist her, hast die Damenmannschaft vom FC Memmingen übernommen. Richtig. Heute gleich mal die Finalrunde und das Finale gegen Schwaben Augsburg, das Traditionsspiel, das öfters vorkommt, ist ein Schlagerspiel. Wie läuft's heute? Schauen wir mal, ganz gut, schätze ich. Ich lasse mich überraschen, der Bessere soll gewinnen. Ich frage darum, weil auf dir lastet ja heute ein ganz, ganz großes Ding. Ihr könnt heute in Führung gehen. Es hat noch nie eine Mannschaft geschafft, dreimal hintereinander den Titel zu holen. Und der FC Memmingen kann es schaffen dieses Jahr. Ist doch schön, da haben wir jetzt ein Ziel vor Auge. Bei euch war es okay, das erste Spiel, 2-0 gewonnen. Vielleicht ein bisschen zu sehr gebraucht und zu lang gebraucht, um das Spiel in trockene Tücher zu bekommen, oder? Ja gut, man hat gesehen, glaube ich, dass die Nervenbelastung doch in so einem Halbfinale ganz schön hoch ist. Wir haben eigentlich nicht die Leistung abrufen können, die wir können. Und schwierig ist halt, ja, so ein Halbfinale ist einfach schwierig. Aber fürs Finale hoffe ich mir dadurch natürlich eine erhebliche Leistungssteigerung, dass die Köpfe frei werden und dass es dann zum glücklichen Ende führt für uns. Was sagst du deinen Spielerinnen, auf was kommt es an im Finale gegen Memmingen? Ja gut, wie mein Kollege schon gesagt hat, der Bessere soll gewinnen und es ist wirklich so, in der Halle setzt sich der Bessere durch, es wird sehr viel im Kopf entschieden. Der weniger nervös wird, der gewinnt das Spiel und das ist das, was ich an meinen Spielern mitgebe. Sie sollen nicht nervös werden. Ich merke schon, hier wird zurückhaltend aufs Finale geschaut, keiner will sich hier irgendwie Blöße geben. Dirk, bei euch war es schon ein bisschen klarer gegen den FCA, 5-1 zum Schluss. Zufrieden mit der Leistung gewesen? Ja, auf jeden Fall. Wichtig ist natürlich in der Halle, dass sofort in den ersten 2 Minuten ein Tor oder 2 Tore fallen. Und dann kann man eigentlich beruhigt aufspielen. Gibt es bei dir irgendwelche Spielerinnen, auf die du besondere Hoffnungen legst? Vielleicht Jessica Barton, die in der Vorrunde ja zur besten Spielerin gewählt worden ist? Also, es sind alle wichtig, nicht nur eine. Aber ich schätze mal, dass Katrin D'Angelo sehr wichtig ist für die Mannschaft. Tanja Rommert, dann klar die Jessica. Aber wichtig sind alle, von der 1 bis zur 20. Gleiche Frage muss ich natürlich dir ausstellen, ohne großen Druck aufzubauen auf die Spielerinnen. Aber auf wen setzt du denn besonders heute? Ich setze eigentlich von hinten bis vorne, von der Torhüterin angefangen bis zum Mittelstürmer. In der Halle ist wie im Feld, es kann nur die Mannschaft richten. Es kann keine einzelne Spielerin richten, es muss die Mannschaft machen. Und da setzen wir eben auch auf die Ausgeglichenheit von uns, dass wir dort den Tick dann Vorteil haben. Okay, dann möchten wir natürlich beide Mannschaften nicht stören in der Vorbereitung. Wir wünschen beiden viel Erfolg und dann auf ein gutes Spiel. Dankeschön. Danke.